So, da bin ich. Hoffentlich ist das jetzt auch richtig, denn sonst drehe ich durch. Diese ganze Platinen-Sache, nicht so toll. Im Prinzip bin ich jetzt durch ein Loch im Zentralpark zurück auf den Tretwald gekommen. Vom Tretwald bin ich jetzt hier wieder. Gefällt mir nicht. Ganz einfach. Gefällt mir überhaupt nicht, aber... Auch das habe ich ja schon klar gemacht, ne? Also angeblich sollen wir jetzt in den Meisterraum hier. Warum, verstehe ich sowieso nicht, aber ist in Ordnung. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Warum soll ich hier hin? Asukas Game Master schickte Vemmon irgendwo hin. Vielleicht gibt es dort einen Hinweis. Lass uns hineingehen. Also ganz ehrlich, würde ich nie drauf kommen, würde ich nie nachgucken. Würde ich wahrscheinlich auch stecken bleiben. Was? Warum ist Oinkmon im Asuka-Server? Oink, oink. Oink, 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 oink. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink. Genau. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Alles klar. Okay, wir machen weiter. Woo! Das Matrix-System sollte hier sein. Ich weiß nicht, wie ich das System ans Laufen kriegen soll. Game Master hat Vemmon von hier geschickt. Schön. Jetzt gibt's mehr Vemmons. Toll! Warum ist Vemmon hier? Kann es sein? Nun, ich werde ihnen folgen. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so, ne? Also, meine Güte. Und ja. Tatsächlich darf ich jetzt wieder den Server wechseln. Hurra! Wie ihr seht, alle sind jetzt Oinkmon. Falsche Tür gerade erwischt, aber ja, tatsächlich sind jetzt alle hier Oinkmons. Ja, ich sollte auch gar nicht nach links gehen, sondern nach rechts. Dann hätten wir das Problem gar nicht erst und gut ist. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt noch was gesagt wird, deswegen gehen wir mal gucken. Aber trotz allem, alle sind jetzt Oinkmons. Wuhu! Außer Renamon. Was ist das denn? Menschen, die zu Digimon werden? Und dann auch noch Oinkmon? Naja, besser als, was war das? Sukamon? Ich glaube schon. Was ist mit Mika passiert? Warst du nicht da? Aber ja, ihr merkt. Alle sind jetzt Oinkmon. Das heißt für mich, ich darf jetzt wieder einen Cut machen, weil ich jetzt dann lieber direkt in den Tretwald gehe und mich von da aus teleportiere. Also bis gleich in Amaterasu City. So, da bin ich. Wuhu. Ging einigermaßen gut über die Bühne. Hey, geil! Kami, Gott sei Dank, du bist okay. Oink, oink, oink. Ja, und du nicht. Ist in Ordnung. Kai, was ist passiert? Warum wurden sie in Oinkmon verwandelt? Es sind Vemmon, sie waren es. Was? Was hast du gesagt? Viele Vemmon kamen aus dem Admin Center vom Amaterasu. Sie schossen Strahlen und sie verwandelten alle in Oinkmon. Warte, Vemmon haben diese Art von Power nicht? Wurden sie umprogrammiert? Ich weiß nicht. Ich habe mich mit den anderen im Keller versteckt. Aber ich war die Einzige, die nicht verwandelt wurde. Teddy und Lisa wurden in Oinkmon verwandelt. Und wer noch? Ja, ja. Teddy, Lisa und die anderen sind jetzt Oinkmon.
Was ist passiert? Wohin sind Venmon gegangen? Sie sind direkt in den Meisterraum gegangen. Dann gibt es ein Geheimnis im Meisterraum. Lass uns gehen. Karl, du versteckst dich irgendwo. Was? Aber Kami. Ich bin der Einzige in dieser Welt, der mit ihnen kämpfen kann. Mach dir keine Sorgen, überlass es nur mir. Ja, weil sie die ganze Zeit auch da war, aber nichts getan hat. Klar, dass ich alleine gegen die kämpfen muss. Gut, ich glaub an dich, Kami. Aber wenn du verlierst, zeige ich es dir. Ist gut, dann bin ich weg. Jesus fucking Christ. Oink, oink. Sei vorsichtig, Kami. Aber die AA sind noch nicht besiegt. Was ist wohl in der echten Welt passiert? Flashback. Naja. Eher eine Übertragung mal wieder, aber gut. Ah, toll. Ein Venmon. Oioioi. Also sind sie in der echten Welt auch und haben auch Leute in Alkmon verwandelt. Gut. Alles klar. Ist ja nicht meine Schuld. Okay, alle sind hier Alkmon, das ist wunderbar. Das heißt für mich im Prinzip, naja, gar nichts eigentlich. Wir werden uns jetzt nur einmal heilen, wir werden speichern, denn wir betreten bald den finalen Dungeon. Und ja, da muss ich ja jetzt nicht unbedingt nicht gespeichert haben. Sonst muss ich jetzt die ganzen Parts, die ich hier gemacht habe, nochmal machen, wenn ich im finalen Dungeon dann doch verliere. Wo ich keine Lust drauf habe, keine Sorge, deswegen gebe ich mein Bestes, aber wir speichern jetzt einmal. Das dauert einen kleinen Moment, kriegen wir aber auch über die Bühne. Aber ich hätte so keine Lust, das alles nochmal neu zu machen. Bin ich ganz ehrlich, muss nicht sein. Und scheinbar ist der nächste Dungeon ein Teleportations-Dungeon. Was gut ist, oder was gut daran ist, ist die Tatsache, dass ich einen Guide habe, der mich da durchführt. Denn wäre dem nicht so, würde ich wahrscheinlich verzweifeln und das Spiel in die Ecke werfen. Weil es dann einfach nur zu nervig und zu lange dauert. Es ist ja auch so schon nicht das Spiel des Jahres für mich, aber das wäre dann nochmal die volle Breitseite an Nervigkeit und da habe ich keine Lust drauf, also muss ja nicht sein dann. Ich meine, das Spiel hat viel zu bieten, aber es macht so viel falsch, dass ich da keine Lust drauf habe. Das muss man halt einfach mal so gesagt haben. Da hat man Digimon, die die Werte 999 haben und im Prinzip bringt das nichts im Spiel. Das ist doch lächerlich. Ich meine, am Anfang, klar. Aber dann? Dann ist das kackegal. Dann interessiert das auf einmal keinen mehr. Das ist ja echt lächerlich auf einmal. Okay. Ja. Alles klar, verstanden. Teddy? Was? Lisa, Nick und Keith auch? Ja, hat sie doch gesagt, die Keil. Ja, ist klar. Ernsthaft? Teddy, ich verstehe nicht, was du sagst. Warte einfach hier mit Lisa und den anderen. Ich werde etwas unternehmen. Okay, ich gehe. Wartet einfach hier. Ganz klar. Einen kurzen Moment, bitte. Jetzt hat sich's hoffentlich aber auch gleich ausgeäugt hier. Danke sehr. Oder nicht. Mehr oink. Weniger menschliche Sprache. Ist in Ordnung. Klar, kein Thema. Komm ich mit klar. Hauptquartier. Mal wieder. Wuhu. Dämliches Spiel zwingt mich dazu, jedes Mal den Server zu wechseln hier.
Hm? Keiner da. Was? Ich bin Lord Megadeth, der Zerstörer der echten und der digitalen Welt. Ich werde der Gott in der neuen Welt sein, wenn alles zerstört wurde. Jetzt komm zu mir, stärkster Tamer. Ich warte auf dich beim Militärsatelliten Ganzlinger. Was? Ganzlinger? Ja, ist ein Anime und so. Pff. Ich zeig dir die prächtige, ruhmreiche Gestalt, die im All schwebt. Kamera 02? Aha. Die schwebt dann zufällig im All, oder wie? Die Kamera 02. Ist klar. Eigentlich will ich Ganzlinger besitzen. Juggernaut war nur ein Köder. Die AOA-Operation Sigma geht in die letzte Phase über. Letzte Phase? Was werden sie tun? Wir starten die Digitierwelle von Ragnarok kennen aus auf Ganzlinger und verwandeln alles Leben auf der Erde in Oinkmon. Was? Das lasse ich nicht zu. Dann komm nach Ganzlinger und besiege mich. Du brauchst keine Angst zu haben. Geh durchs Warp-Tor und du bist bei Ganzlinger. Da haben wir unseren Finalkampf. Das Schicksal der ganzen Menschheit wird entschieden. Der passt ja nicht mal durchs Tor. In Ordnung, Lord Megadeth. Ich komme. Ich werde dich besiegen. Ja. Gehen wir da rein, kommen wir nicht wieder zurück. Also solltet ihr euch gut vorbereiten. Das, ich meine, mehr Heilzeugs kann ich nicht haben, als ich es jetzt gerade habe. Ja. Nun ja. Ich werde euch jetzt hoffentlich richtig da durchleiten. Aber ich kann halt nichts versprechen. Yay. Das Panel lebt. Jetzt sollte der Fels weg sein. Den wir nie gesehen haben, aber... Ich habe ihn... freigemacht im Weg. Ist der Fels jetzt weg? Wird wohl so sein. Aber wer weiß das schon? Man muss aber sagen, das hier ist definitiv mal ein sehr krasser Hintergrund für Kämpfe. Sowas gefällt mir immer wieder. Infermon. Komische Cyber-Maschinenpistole, Spinne, die ich umbringen will. Ist in Ordnung. Darkness Chaos. Okay. Ah, Dunkelheit. Ah, so viel Dunkelheit. Wow. Holy crap. Natürlich. Jetzt, wo sie drauf gehen würde. Da blockt sie nochmal zwei Angriffe. Das ist in Ordnung. Da sind wir wieder beim leidigen Thema, dass mir das auf den Sack geht, dass die ganze Zeit blocken, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ich sag dazu echt nichts mehr. Was mich übrigens auch ein bisschen irritiert im Spiel, ist die Tatsache, dass nach all den... Ja, nicht nach all den Jahren oder so, aber nach allen Digimon, die da waren. Trainingstechnisch, wie auch immer. Die Erfahrungspunkte sind nie sonderlich gestiegen. Ich meine, die Numemon, bei denen ich trainiert habe, haben 220 oder so ähnlich abgegeben. Jetzt kommt man hier hin, 276. Finaler Dungeon, 276. Ist klar. So, nächste Reihe. Das war dann übrigens einer der Blöcke, die wir erledigt haben. Und ja, wie gesagt, ihr werdet von mir hier sowas von durchgeleitet.
Hier längs, der warpt uns nicht automatisch, weil wir damit auf eine zweite Ebene kommen. Ich werde es mal mit Magie probieren bei diesem Gegner. Wir haben halt hier ein paar erzwungene Digimon-Kämpfe und das ist einer davon. Also gucken wir mal. Aber ja, ist halt ein sehr interessanter Hintergrund. Sind da eigentlich da Menschen drin oder sind das Roboter? Piep, piep. Eindringling-Alarm, Eindringling-Alarm. Entferne sie vom Gelände. Los, du Blechkamerad, kämpfe! Köpfe! Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hier eigentlich Roboter sind. Hier haben wir wieder ein Infermon. Schwer zu sagen, ob Sakuyaman da jetzt besser gegen geeignet ist oder nicht, aber wir probieren es halt einfach mal aus. Wie immer natürlich. Ohne Scheiß jetzt, das ist wie immer. Jedes Mal. Ich sag, wir probieren es aus. Plack! Geblockt. Jedes Mal. Das hat... Ja, das macht halt reichlich wenig Schaden. Das ist in Ordnung. Hat sich das eigentlich schon erledigt, weil ich bezweifle, dass Schneesturm jetzt irgendwie besser ist. Ja, nicht sonderlich zumindest. Alles klar. Ja, Konter wäre gut gewesen, aber passiert halt nicht. Ist in Ordnung. Wow. Ja, das funktioniert dann schon wieder richtig gut. Bin überhaupt nicht kurz vorm Auschecken. Zum Glück nicht, aber es ist definitiv nichts, was ich jetzt genial finde. Ständig dieses Geblocken. Ach. Jetzt hat einfach ein Konter. Mehr will ich gar nicht. Einfach nur den Schlag kontern und gut ist. Aber es passiert ja nicht. Da frage ich mich halt, wofür holt man sich die ganzen Items, wenn sie im Endeffekt nichts machen, weil die Digimon nicht darauf reagieren. Ist ja nicht das erste Mal. Aber ist in Ordnung. Und hier haben wir Apokarimon. Ja, Apokarimon gibt's auch. Und soweit ich es weiß, wird Apokarimon jetzt meistens diese Technik hier benutzen. Also da kann man auch nicht auf Konter hoffen. Das ist halt so, als würde das Spiel genau wissen, okay, der Spieler wird sehr wahrscheinlich darauf setzen, dass man hier die Gegner zu Tode kontern kann. Also sorgen wir dafür, dass das nicht funktioniert. Einfach mal so. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Was scheiße ist. Aber interessiert ja keinen. Ne, ich mache eine kleine Delle. Er macht 1000 noch was Schaden. Also lohnt es sich für mich zum Beispiel kaum, meine Digimon zu heilen. Denn da ist es für mich einfacher, wenn ich darauf setze, dass ich sie wiederbelebe. Toll. Gameplay. Komme ich mir halt vor wie einer von den Top 4, der dann seine Digimon einfach wieder belebt, wenn ich kurz vorm Sterben bin. Ist in Ordnung. Kein Thema. Es ist halt nur völliger Schwachsinn, dass ich zu sowas überhaupt greifen muss, sag ich mal. Aber ist okay. Ist okay, weil... Keine Ahnung, weil ich mich nicht großartig drüber beschweren kann, sollte, wie auch immer. Oh, du greifst mal an. Langsam. Funny, jetzt gut. Ja.
fand ich jetzt einfach nur gut. Ja, Mann. Oh, ein komplettes Level-Up, auch schön. Gut. Das war der erste Teil des Ende. Tatsächlich. Spionagesatellit. Okay. Ihr werdet merken, wir teleportieren uns jetzt tatsächlich so gesehen zurück. Aber... naja. Allzu viel kommt nicht mehr. Ich würde also sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Entweder ist es dann tatsächlich das Finale oder wir arbeiten zumindest ganz stark dran. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal. Haltet durch, ich halte ja auch noch durch.